Ja, der Vortrag wird jetzt 5 Minuten kürzer, weil die Carmen schon meine ganzen Einstiege geklaut hat. Genau, also heute soll es um das Thema Hoffnung gehen. Und ich muss ein bisschen leiser sprechen, sonst haut es euch wahrscheinlich die Ohren weg. Das Thema Hoffnung ist, glaube ich, gerade in der aktuellen Zeit irgendwie ein Thema, das, glaube ich, durchaus wichtig ist. Als wir das Thema vor 4 Wochen ausgewählt haben, war aber auch noch nicht so viel Hoffnung nötig, wie es vielleicht gerade in der aktuellen Weltlage ist. Ich glaube, man kann sich trotzdem in der letzten Zeit ganz oft in vielen verschiedenen Bereichen fragen, wo ist eigentlich meine Hoffnung hin oder was hoffe ich denn noch? Wenn man es in der Kirchenpolitik sich anguckt, kann man überlegen, ja, warum glaube ich eigentlich überhaupt noch bei dem ganzen Zeug, was da gerade in der Kirche los ist? Warum bin ich eigentlich noch Katholik und nicht schon längst irgendwie über alle Berge abgehauen? Warum habe ich mich entschieden, irgendwie in die Nachfolge Jesu zu treten, wo doch irgendwie in der Institution, die Nachfolge eigentlich lebt, irgendwie die Nachfolge vielleicht gar nicht mehr so oft wirklich hundertprozentig gelebt wird? Aber auch, wo ist Gott gerade in der Welt? Ja, wir sehen hier im Hintergrund die Farben blau und gelb. Wo ist Gott gerade da in der Ukraine, was da alles passiert? Es ist nicht so weit weg von uns, es kann sehr schnell zu uns rüberkommen. Und bei all diesen Gefühlen, die man irgendwie gerade so hat oder die man gerade so in der Welt sieht, all den Dingen, die los sind, kann man sich, glaube ich, sehr leicht ohnmächtig fühlen. Irgendwie sich ein bisschen machtlos gegenüber all dem, was da ist und auch ganz viel Schmerz oder Angst spüren. Wenn wir jetzt an dem Punkt stehen bleiben würden, dann können wir jetzt wieder aufhören mit dem Vortrag und eigentlich irgendwie nach Hause gehen, weil da fehlt nämlich eine entscheidende Sache, nämlich die Hoffnung, die wir als Christen haben dürfen und die auch diese ganzen Fragen eigentlich immer wieder beantworten kann. Man muss aber manchmal ein bisschen was dafür tun, dass man die Fragen beantworten kann. Und ich persönlich oder wir als Christen hoffen, dass am Ende alles gut wird, dass Gott die Dinge zum Guten wendet und dass er die Kontrolle über all das, was hier so auf der Welt passiert, irgendwie nicht verliert oder nie verloren hat und auch nie verlieren wird. Das sagt sich jetzt so einfach, das glauben wir ja mal und das hoffen wir auch. Aber ich glaube, also ich bin mir sicher, also ich weiß auch aus meinem eigenen Leben, dass es nicht so leicht ist, das irgendwie immer so im Kopf zu haben und zu wissen, dass Gott irgendwie da immer die Kontrolle über alles hat. Und ich hoffe, dass ihr nach den nächsten 20 Minuten irgendwie so einen Tipp oder irgendwie mehr Plan habt, wie, dass ihr erstens wisst, warum wir hoffen dürfen, was wirklich dieses Geschenk unseres Glaubens ist und auch, wie man daran arbeiten kann, immer mehr aus dieser Hoffnung rauszuleben. Dass das Thema für uns Christen ein großes Thema ist, findet man raus, wenn man mal guckt, wie oft Hoffnung irgendwie zumindest als Nomen in der Bibel vorkommt. Das ist weit über 100 Mal. Und das Wort kommt im Alten Testament am häufigsten vor, in dem Buch, das ihr bestimmt alle kennt. Ich glaube, irgendwann in der 11. Klasse macht man es auch mal im Religionsunterricht, nämlich im Buch Hiob. Im Alten Testament, da kommt Hoffnung auch über 15 Mal vor. Und vielleicht lohnt es sich mal, da ein bisschen genauer hinzuschauen. Hiob ist ein Mann, ein reicher Mann, der gläubig ist und dem geht es mega gut. Ja, der hat eine Frau, eine Familie, hat eine große Landwirtschaft, hat viele Tiere und in seinem Leben läuft es einfach. Da läuft alles wunderbar. Und irgendwann fängt es an, dass ihm nach und nach alles genommen wird. Erst verliert er seine Frau, seine Kinder, sein Vieh, sein Land, seine Knechte. Und am Ende steht er irgendwie ganz alleine da. Und das ist irgendwie, er ist ganz alleine, er hat noch ein paar Freunde, die ihm aber auch keine große Hilfe sind. Und dieser Hiob, der vor einer kurzen Zeit noch wahnsinnig gut dastand, steht auf einmal ganz am anderen Ende ohne alles da. Und die logische Konsequenz, wenn man jetzt einfach mal nur so ganz rational denkt, wäre, ich höre jetzt auf zu glauben, weil es gibt keinen Gott, er hat mir alles weggenommen und ich mache Gott dafür verantwortlich und ich verfluche ihn. Was macht aber Hiob? Hiob hat 3 Freunde, die genau diese logische Konsequenz versuchen, ihm klarzumachen und zu sagen, das hat eh alles keinen Sinn, vergiss einfach das mit dem Glauben. Aber Hiob bleibt Gott treu. Hiob verflucht nicht Gott und sagt, boah, das hat irgendwie alles keinen Sinn. Er ringt mit Gott. Er überlegt,
warum ist dieses Leid? Er versucht, eine Antwort für sich zu finden, aber er sucht diese Antwort nie ohne Gott, ohne sich von Gott zu entfernen. Und ganz am Ende des Buchs Hiob steht dann, der Herr aber segnete die spätere Lebenszeit Hiobs mehr als seine frühere. Hiob wird am Ende belohnt dafür, dass er durchgehalten hat, dass er nicht aufgegeben hat, und er bekommt alles viel mehr zurück von Gott, als er davor hatte, bevor ihm alles genommen wurde. Und er hat noch mehr Vieh, er hat noch mehr Land, er hat noch mehr Knechte. Und da möchte ich als erstes zum ersten Mal auf eine Stelle, die wir später noch genauer betrachten, aus dem Römerbrief einfach mal kurz schon mal in die Runde werfen. Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis und beharrlich im Gebet. Genau das hat Hiob gemacht. Er hat nicht aufgegeben, er ist in dieser Hoffnung geblieben. Und wie man sieht, hat es sich gelohnt, durchzuhalten. Durchzuhalten und diese Hoffnung zu bewahren. Die Carmen hat vorhin auch schon gesagt, dass man Hoffnung im Alltag oder das Wort Hoffen im Alltag ganz oft verwendet. Ich hoffe, dass der Impuls gut wird, ich hoffe, dass sonst irgendwas passiert, dass die Prüfung morgen gut geht, dass es später nicht regnet, wenn wir draußen stehen, dass meine Jacke nicht so stinkt vom Lagerfeuer. Ich hoffe, dass die Prüfungen, die ich vielleicht jetzt nächste Woche in der Schule wieder schreibe, gut gehen. Manche Hoffnungen werden sich nicht erfüllen. Meine Jacke wird trotzdem stinken heute Abend. Und es gibt auch ganz viele Sprichwörter. Ja, die Hoffnung stirbt nie, die Hoffnung stirbt immer zuletzt, aber irgendwann stirbt sie dann doch. Und ja, da gibt es ganz viele Sachen, die mit dieser christlichen Hoffnung eigentlich gar nichts zu tun haben. Es gibt auch Studien, die zum Beispiel beweisen, dass Hoffnung Leben retten kann. Wenn ich das jetzt gleich erzähle, darf man das nicht falsch verstehen. Ich werde das dann später nochmal kurz sagen. Aber die Chancen, eine Krankheit zu überwinden oder geheilt zu werden, steigen, je mehr Hoffnung der Kranke hat. Das heißt jetzt nicht, wenn der Hoffnung am Ende die Krankheit nicht besiegt, dass er nie gehofft hat. Aber die Chancen steigen eben durch die Hoffnung, weil, so hat es der Religionspädagoge Anton Bucher aus Salzburg erklärt, Hoffnung ist eine Emotion. Sie ist in alte Gehirnschichten eingebettet, die wir mit den Säugetieren gemeinsam haben. Also heißt, diese Hoffnung ist schon ganz tief in uns irgendwie verwurzelt und wir teilen die auch mit den mit anderen Tieren, diese Emotion, die wir haben. Und Hoffnung kann starke Energien freisetzen, auch in den widrigsten und aussichtslosesten Situationen. Und das ist diese Energie, die wir brauchen, um durch die Zeit zu kommen, vielleicht auch durch die aktuelle Zeit oder auch durch unser Leben überhaupt. Eine andere wichtige Sache ist, man darf Hoffnung nicht mit Optimismus verwechseln. Optimismus leugnet eher so ein bisschen die Realität. Ja? Optimismus ist, wenn ich sage, heute lief es eigentlich ganz gut, morgen wird es noch besser. Oder wenn ich sage, vielleicht genau das Gegenteil, heute lief es irgendwie gar nicht gut und mir geht es auch nicht gut, aber morgen wird durch ein Schnipsen auf einmal wieder alles gut. Das wäre Optimismus. Und die Hoffnung, die wir als Christen haben, die bleibt nicht an diesem Punkt stehen, dass wir sagen, es wird morgen einfach alles besser. Es ist auch mehr als so ein Glück zu haben, sondern für Hoffnung brauche ich wirklich einen festen Glauben, einen Glauben an Gott und dass Gott irgendwie die Dinge in der Welt hat, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, dass er die Sachen lenkt und dass er die Welt irgendwie nie aus den Händen verliert. Und Hoffnung ist, wenn ich sage, boah, mir geht's gerade schlecht, die Situation ist gerade echt bescheiden, aber ich habe einen Grund zu hoffen, nämlich den Grund, dass Gott mich hält und dass Gott mich liebt, dass Gott uns befreit hat. Und da gibt es auch viele Zitate in der Bibel, die ersten zwei, die mir da einfach eingefallen sind, die wahrscheinlich jedem von euch auch einfallen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, im Psalm 23. Gott ist einfach immer da, der uns hält. Oder die drei Tugenden, die im Hohen Lied der Liebe stehen, Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei sind die wichtigsten, die wir für unseren christlichen Glauben brauchen. Und ist auch alles ganz nett, ja, kann man auch ganz leicht hinnehmen. Die Frage ist aber, worauf hoffen wir eigentlich oder warum hoffen wir oder was ist unsere Hoffnung im Leben? Und da komme ich wieder zurück zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe von Paulus, als er in Römer 12 an die Gemeinde in Rom geschrieben hat, freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis und beharrlich im Gebet. In diesem Brief gibt Paulus ganz viele Anweisungen an die Gemeinde in Rom, wie sie sein soll, wie sie sich verhalten soll
Und diese Anweisung ist quasi eine Anweisung von diesen vielen Verhaltensweisen. Und Paulus weiß, dass die Gemeinde in Rom in Bedrängnis lebt, dass die nicht ihren Glauben, so wie wir heute so in der Öffentlichkeit leben können. Die machen da auch keinen Livestream davon, weil die mussten damals einfach aufpassen, weil sie wurden noch verfolgt. Und genau in dieser Not, die die Christen da hatten, spricht Paulus rein und sagt, man soll sich in der Hoffnung freuen und geduldig in dieser Bedrängnis sein. Weil Christsein heißt eben nicht, dass es im Leben einfach immer super läuft und alles gut ist, sondern da gibt es auch diese Not. Wir sehen sie eben gerade in der Welt, in der Kirche und überall, aber vielleicht auch bei uns persönlich. Und solche Phasen, wo man irgendwie die Hoffnung verloren hat, die wird es immer geben, die werden immer kommen. Man wird nie ganz ohne diese Situation leben können. Und wenn wir hoffnungslos werden oder die Hoffnung aus den Augen verlieren, dann müssen wir wissen, wie wir wieder zurückkommen können zu dieser Hoffnung. Das lernen wir am Ende vielleicht noch ein bisschen. Und dass das oftmals ganz leicht geht, also ich habe den Impuls heute Abend so ein bisschen länger vorbereitet, so 3-4 Wochen immer wieder mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Manche Freunde von mir leiden immer ein bisschen drunter, wenn ich sowas machen muss, weil ich dauernd davon erzähle. Und ich habe da eine Situation aufgeschrieben, ich glaube, es war vor 3 Wochen oder sowas. Da war eine total stressige Woche. Ein Freund hat mir erzählt, dass es ihm nicht so gut geht, dass er was ziemlich Schlimmes erlebt hat. Ich war irgendwie total stressig, weil das Semester war fast zu Ende, Klausuren kamen. In der Familie gab es irgendwie Herausforderungen. Und das ganze Wochenende bin ich von so einem Termin zum anderen gerannt eigentlich schon fast. Und die waren jetzt auch nicht so erfreulich. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das hat alles überhaupt keinen Sinn mehr. Wozu mache ich das überhaupt? Und Gott sieht das sowieso nicht. Und ich kann mich erinnern, dass am Sonntagabend hatten wir noch eine Gebetszeit bei einem Termin. Und ich habe mir da eigentlich gedacht, was mache ich eigentlich jetzt gerade hier? Da sagen alle, wie toll Jesus ist. Und ich denke mir so, also irgendwie geht es gerade gar nicht. Und mit diesen ganzen Gedanken lag ich dann am Abend im Bett. Eigentlich kann man sagen, hoffnungslos, ja. Und so vom Einschlafen kam mir einfach der Gedanke, Jonas, morgen früh, wenn du aufstehst, dann nimmst du deine Gitarre in die Hand und machst Lobpreis, bis du wieder Hoffnung hast. Und diese Anweisung habe ich befolgt. Es haben zum Glück neben mir und unter mir gerade keiner da gewesen, das heißt, es hat keiner gehört. Und ich habe einfach 2 Stunden lang Gitarre gespielt. Und ich habe gemerkt, wie so Stück für Stück mein Mundwinkel vielleicht wieder so ein bisschen leichter geworden ist, nach oben gegangen ist und so diese Hoffnung und auch dieser Glaube zurückgekommen ist, dass ich wirklich hoffen kann, dass es doch irgendwie alles, auch wenn es gerade wirklich nicht gut lief, Gott das Ganze in der Hand hat. Das ist vielleicht schon meine persönliche Möglichkeit, wie ich wieder zu so einer Hoffnung oder sowas zurückkommen kann. Und bevor ich euch Tipps mitgebe, wie man Hoffnung bekommen kann, müssen wir vielleicht doch ziemlich nochmal überlegen, warum. Oder was ist eigentlich der Grund, warum ich Hoffnung habe? Gott ist nicht so ein Weihnachtsmann, dem ich so eine Wunschliste schreibe und sage, so lieber Gott, bitte, hier hast du den Zettel, das würde ich gerne alles haben. Gott ist eigentlich viel mehr sogar. Gott ist nämlich der, der unsere Welt gerettet hat, der auf der Welt alles erlöst hat. Und auf diesem Grund können wir die Hoffnung haben. Und unsere Hoffnung basiert auf einer riesigen Wahrheit, auf einer wirklich großen Wahrheit, dass Gott das tut, was er sagt. Und Hoffnung ist oftmals auch nicht genau in dem Bereich, dass es einfach total einfach möglich ist. Also, keine Ahnung, die Kerze muss jetzt ein Stück weiter nach rechts, deswegen stelle ich sie einfach rüber, sondern Hoffnung basiert auf einer Sache, die ein bisschen höher ist, die auch nicht so im Bereich der Sicherheit ist, dass es ganz einfach funktioniert, sondern ich brauche ein großes Vertrauen oftmals auch. Aber ich weiß aufgrund dem, was auch in der Bibel steht, dass Gott immer das getan hat, was er gesagt hat. Wenn ich in der Bibel durchblätter, sind ganz viele Sachen, wo Gott gezeigt hat, dass das, was er sagt, er tut. Zum Beispiel beim Volk Israel, das er aus der Sklaverei befreit hat und Mose begleitet hat, als sie irgendwie vor dem Meer standen und nicht genau wussten, wie sie durchgekommen sind. Und der Herr hat versprochen, dass er sie aus Ägypten rausführt, hat er das Meer gespaltet. Er hat Jesus auf die Welt geschickt, um uns zu retten. Und diese Liste kann man unendlich weiterführen. Und aufgrund dieser Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, dürfen wir die Hoffnung haben, müssen wir eigentlich die Hoffnung haben, dass die Sachen, die er uns versprochen hat, auch
in unserer Zeit und in der Zukunft passieren. Und auch wieder aus dem Römerbrief, Kapitel 8, ein Zitat: Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Das, was wir jetzt gerade in der Zeit erleben, in der sich damals die Gemeinde von Rom befunden hat, aber auch wir heute, jeder persönlich und die ganze Situation in der Welt, bezieht sich immer auf mehr, auf das, was in der Ewigkeit passiert, auf das, was wir hoffen, nämlich, dass Jesus jeden Einzelnen von uns rettet, die ganze Welt rettet und am Ende einfach kein Leid mehr sein wird. Und so hat jedes Leben von uns, jedes Leben im christlichen Sinn, einen Sinn und ein Ziel im Leben, nämlich Jesus und die Hoffnung, die wir haben dürfen auf die Erlösung. Und diese Hoffnung müssen wir immer wieder suchen. Die fliegt uns nicht einfach so zu. Ich habe es gerade schon gesagt, ja, es passiert irgendwie auch, dass man das manchmal aus dem Auge verliert. Und man muss auch überlegen, worauf setze ich meine Hoffnung? Ich kann meine Hoffnung auch auf mein Bankkonto setzen, weil da ist ja so viel Millionen Euro drauf, deswegen geht es mir ja ganz gut und mein Bankkonto wird mich immer mein Leben lang begleiten und die super Aktie, die ich habe, ist auch gut, bis auf einmal, keine Ahnung, der Server von Google explodiert und die Aktie nach unten fliegt und dann ist auf einmal mein ganzes Geld weg. Oder Personen, auf die ich meine Hoffnung setze, den besten Freund, mit dem ich irgendwie alles durchmache, der mich schon begleitet hat, der mir auch wirklich hilft und auf den setze ich alles. Dann gibt es aber die Situation, jeder kennt das bestimmt, eine Freundschaft verläuft irgendwann auch und dieser Freund möchte auf einmal gar nichts mehr mit dir zu tun haben, weil er irgendwie umzieht oder weil irgendwas anderes ist. Und all die ganze Hoffnung, die man hat, war auf dem gesessen, dass er mir ja immer helfen wird und er ist immer da für mich und auf einmal ist er weg. Oder auf, keine Ahnung, ich setze alle Hoffnung, dass die Regierung immer alles für mich regelt, der Staat macht das eh alles gut und dann kommt irgendwann mal die Situation, wo vielleicht eine andere Regierung kommt oder sonst irgendwas und auf einmal ist diese Hoffnung, die ich da gesetzt habe, weg. Und wenn ich meine Hoffnung auf falsche Dinge setze, dann werde ich früher oder später davon enttäuscht werden und merke, dass ich irgendwie auf dem falschen Weg war. Richtig ist es, darauf zu setzen, was Gott uns verspricht. Nämlich, statt Leid und Tod gibt es Leben. Und er hat es in der Bibel in ganz vielen unterschiedlichen Stellen gesagt. Da kann man, also wirklich, wenn man durchblättert, findet man eine Sache nach der anderen, die er uns versprochen hat. Ich habe mal überlegt, was vielleicht so Situationen jeder gerade haben könnte und was da vielleicht so Zusprachen sein können. Wenn gerade in deinem Leben ganz viele Sachen ungut waren, die nicht so gut funktioniert haben, dann sagt er vielleicht, ich will dir ein neues Herz und einen neuen Geist geben und gebe das versteinerte Herz ab. Wenn du gerade eine Leere hast oder wenn du gerade irgendwie nicht so das tolle Leben hast, dann sag dir vielleicht, ich bin gekommen, damit du das Leben hast und es in Fülle hast. Wenn du überfordert bist und im wahnsinnigen Stress gerade lebst, dann sag dir vielleicht, zu dir komm zu mir, wenn du dich abmühst und unter schweren Lasten leidest, ich werde dir Ruhe geben. Vielleicht sagt er gerade in der Fastenzeit zu jedem von uns, ich werde deine Sünde vergeben und dich von allen Bösen befreien. Wenn die Situation in deinem Leben gerade aussichtslos erscheint und du scheinbar keine Hoffnung mehr hast, sagt er zu dir, ich werde alle Tränen von deinen Augen abwischen. Und wir können uns eben sicher sein, dass all das, was er uns sagt, wirklich auch das ist, was er am Ende erfüllt. Gott lügt uns nicht an und sagt, ja, ich mache das dann mal und dann haut er irgendwie ab, sondern wir können uns darauf verlassen, dass Gott das tut, was es sagt und dass wir in dieser Hoffnung freudig sein dürfen. Mir persönlich helfen zum Beispiel zwei Bibelstellen immer wieder. Das ist dem Psalm 23, den habe ich vorhin auch schon gesagt, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Und ein Vers aus dem Psalm 37, der mir in einer Situation, wo ich in meinem Leben ziemlich viel sich geändert hat und ich entscheiden musste, mir viel geholfen hat, war, befiehl dem Herrn deinen Weg, vertraue ihm, er wird es fügen. Und wir dürfen also diesen Mut haben, in der Gegenwart Gottes zu leben und ihm zu vertrauen. Und wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben oder wir müssen die Hoffnung nicht aufgeben und dürfen gelassen bleiben, auch wenn die Stürme in unserem Leben irgendwie heftiger werden. Und wenn wir es wirklich schaffen, diese Hoffnung zu bewahren, diese Hoffnung zu halten, dann wird am Ende alles, was finster ist und furchterregend ist, hell
und leuchtet uns den Weg. Das hört sich alles super toll an und das ist auch alles relativ plausibel, ja. Aber wenn man das dann auf einmal so konkret umsetzen muss oder wirklich dann in den Situationen, wo es einem nicht gut geht oder so, einhalten soll, dann ist es gar nicht mehr so einfach. Und dann wirkt das alles auf einmal ganz fern und dann denkt man sich, ja, der liebt mich, aber irgendwie merke ich gerade davon gar nichts. Deswegen ist es eine Aufgabe für jeden von uns, die wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen oder die wir uns entschieden haben, mit Jesus in unserem Leben zu gehen, diese Hoffnung immer wieder ein Stück weit zu trainieren und auch in dieser Hoffnung zu wachsen, für dann, wenn es mal nicht mehr so leicht ist. Vielleicht ist auch die Fastenzeit gerade die richtige Zeit, wo wir wieder neu in dieser Hoffnung wachsen können. Wenn ich an den Gottesdienst heute früh denke, ist die Fastenzeit ja eher so ein bisschen so betrübte Stimmung. Und da ist vielleicht auch ganz gut, wenn man sich auch in der Fastenzeit überlegt, worauf setze ich meine Hoffnung? Und um dann auf das Osterfest hin wieder so einen Push Hoffnung zu bekommen und dann wieder neu durch die Welt zu gehen. Und da habe ich jetzt ein paar Tipps dabei, die vielleicht helfen können, in dieser Hoffnung zu wachsen. Als erstes ist Hoffnung immer eine Entscheidung. Und zwar immer die Entscheidung gegen Verzweiflung. Wenn ich in einer Situation bin, muss ich mich bewusst entscheiden, zu hoffen, dass Gott die Situation noch unter Kontrolle hat und nicht abhaut. Und wenn ich zurückblicke auf mein Leben und die Situation, die da schon waren, kann ich sagen, dass es die richtige Entscheidung ist und die Entscheidung ist, die zu einer Veränderung führt. Jesus Hirach steht, vertrau ihm, er wird es sich deiner annehmen, richte deine Wege aus und hoffe auf ihn. Eine zweite Sache ist, wieder aus dem Römerbrief, hat sich gut angeboten für den heutigen Impuls, Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht. Das heißt, um wirklich von dieser Hoffnung zu leben und dass dann auch alles gut wird, muss ich in eine Beziehung investieren zu Gott. Es klappt nicht so, dass mir einfach alles zufliegt, sondern Gott möchte, dass ich mit ihm in einer Beziehung lebe, dass ich dann auch einfach alles zu ihm hinbringe und dass er die Dinge gut machen kann. Das darf man jetzt auch wieder nicht falsch verstehen, dass es heißt, alle Leute, die hoffnungslos sind, die hasst Gott oder die mag Gott nicht. Aber ich muss was dafür tun. Ich muss und darf in meine Beziehung zu Gott investieren, dass ich dann am Ende diese Hoffnung habe, dass es gut wird und dass ich Gott liebe und er mich quasi dann auch liebt. Dass ich, wenn ich ein volles Wochenende hatte und wahnsinnig viel los war, mir die Zeit nehme, Gott wieder mit reinzunehmen und Gott wieder in mein Leben reinzuholen und ihm das alles hinzulegen und ihm alle meine Sachen, wo ich nicht weiß, zu geben, dass er sie zum Guten machen kann. Vielleicht kannst du dir einen Vers auswendig lernen, der dir hilft, wenn du in einer gefühlten Hoffnungslosigkeit bist. Ich habe gerade schon zwei gesagt, die mir geholfen haben. Ich habe ganz viele andere gesagt, die man in bestimmten Situationen nehmen könnte und sich einfach diesen Vers dann bewusst machen und den zu beten und zu sagen, ich habe gerade irgendwie keine Hoffnung mehr, aber ich weiß, ich kann dir vertrauen, ich kann dir meinen Weg angeben und du wirst es fügen. Was auch helfen kann, ist zu überlegen, wie starte ich in den Tag und wie beende ich meinen Tag. Ist das Erste, was ich früh, wenn ich aufstehe, mein Handy anschalten, nachlesen, was alles über Nacht Schlimmes passiert ist, gucken, was mir meine Freunde auf WhatsApp geschrieben haben, denen es gerade vielleicht nicht gut geht? Oder ist es eher an der Sache, früh erstmal in den Tag zu starten und zu sagen, Jesus, ein neuer Tag und ich hoffe, dass er gut wird und ich hoffe, dass wir den Tag zusammen gehen können und ich bitte dich, dass du einfach bei mir bist und mich durch alle Herausforderungen führst. Genau das Gleiche ist, wie gehe ich abends ins Bett? Gehe ich abends quasi von 100%, weil ich mir gerade die Nachrichten angeschaut habe und mache dann eine Sekunde später, lege ich mich ins Bett und hoffe, dass ich schlafen kann? Oder mache ich vielleicht die zwei Stunden davor irgendwie mal die Nachrichten so ein bisschen aus, gucke nicht mehr dauernd aufs Handy und konzentriere mich auf mich, was war an meinem Tag, das gebe ich zurück zu Gott und dann gehe ich schlafen. Dann kann man sich auch Leute suchen oder Orte suchen, wo man in dieser Hoffnung gestärkt wird.
keine Ahnung, Schleichwerbung, an Pfingsten gibt es so ein Festival in Eichstätt. Da wird man vielleicht in der Hoffnung neu gestärkt, wenn man sich da anmeldet. Man kann zur WMJ gehen, man kann sonst irgendwie eine der vielen anderen Angebote, die es einfach gibt, suchen und sich dort neu stärken lassen und wieder neu an dieser Hoffnung auftanken und wieder neu einfach den Glauben auch feiern und sehen, dass da was ist. Und ein Lied, das jeder aus der Erstkommunion-Vorbereitung kennt, Kleines Senfkorn Hoffnung. Viel Spaß beim Ohrwurm. Dieses kleine Senfkorn Hoffnung, das Gott in jeden von uns gepflanzt hat und das unsere Aufgabe ist, es immer weiter zum Wachsen zu bringen, immer weiter zum Gedeihen zu bringen und diese Hoffnung lebendig zu halten. Dieses Senfkorn wird riesig groß, wenn wir es ein bisschen gießen und einfach in unserem Leben darauf rein zu investieren, dieses Senfkorn wachsen zu lassen und auch auf andere Leute weiterzugeben. Am Ende noch ein Zitat von dem Philosophen, dem Ernst Bloch, der gesagt hat, wenn wir zu hoffen aufhören, kommt, was wir befürchten, bestimmt. Wenn wir zu hoffen aufhören, kommt, was wir befürchten, bestimmt. Das fasst eigentlich so noch mal ein bisschen das zusammen, was ich gerade gesagt habe. Ja? Wenn wir diese Hoffnung aufhören, wenn wir da irgendwie komplett unseren Blick drauf verlieren, dann wird das kommen, was wir befürchten. 3 Key Learnings von heute. Ganz prägnant und kurz. Hoffnung lohnt sich. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, warum sich Hoffnung lohnt. Hoffnung dürfen wir haben, weil Gott uns versprochen hat, dass er uns hält, dass er uns liebt und weil wir seine Kinder sind. Und drittens, Hoffnung müssen wir ein Stück weit trainieren und uns immer wieder neu bewusst machen, dass wir diese Haltung der Hoffnung brauchen. Und jedes Gebet ist irgendwie eine Art von Hoffnung, weil wir da immer mit unseren Anliegen zu Gott kommen, wir unsere Ängste, unsere Sorgen und alles vor Gott legen. Das kann uns neuen Mut machen. So einen Satz, den ich noch gehört habe beim Vorbereiten von Patrick Knittelfelder, glaube ich, war der. Der hat jetzt irgendwie nicht mehr so reingepasst, aber ich will ihn noch loswerden. Mut ist Angst, die gebetet hat. Also wenn ich meine Angst zu Gott hinlege und all die Sachen, die mich gerade bedrücken, die mir die Hoffnung vielleicht schwer machen, wenn ich damit bete und das zu Gott hinlege, dann bekomme ich wieder neu Mut und neu Mut zur Hoffnung und kann wieder neu sehen, dass ich getragen bin, dass ich gehalten bin, dass Gott ist der, der mich liebt und dass er der Grund ist, warum wir hoffen dürfen, der unser Leben erlöst und errettet. Wenn wir jetzt dann gleich das nächste Lied singen, dann ist es auch ein Stück weit Ausdruck von dem Grund, warum wir hoffen dürfen, warum wir persönlich hoffen dürfen, warum die Welt hoffen darf und warum wir hoffen dürfen. Und der Refrain von dem Lied geht: You are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, my God, that is who you are. Du bist der Wegbereiter, du bist der die Wunder macht und du bist der, der die Versprechen hält. Du bist unser Licht in der Dunkelheit. Gott, das bist du, der du bist. Und das sind die Sachen, die er uns versprochen hat. Und wir singen ihm das. Und ich lade dich wirklich ein oder ich lade euch ein, dass ihr, wenn wir jetzt das dann gleich singen, ihr das bewusst tut. Ihr bewusst sagt, Gott, du bist wirklich der, der meinen Weg bereitet. Du bist der, der mir Wunder versprochen hat, der mir Licht in die Dunkelheit bringt. Und so will ich am Ende einfach noch kurz beten. Jesus, du bist unser Licht in der Dunkelheit. Du bist der, der uns versprochen hat, dass er unseren Weg bereitet, dass du uns liebst und trägst. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu diese Liebe und diese Hoffnung zeigst und uns immer wieder Mut machst zu glauben und darauf zu vertrauen, dass deine Versprechen sich erfüllen. Ich bitte dich, dass du uns zu der rechten Hoffnung führst, dass du uns in den Momenten, wo wir die Hoffnung auf was Falsches setzen, weg davon führst und uns wieder zu dir bringst. Ich bitte dich, dass du einfach Hoffnung in unsere Welt sendest,
besonders in die Kriegsgebiete in der Ukraine, wo die Menschen gerade furchtbares Leid erfahren, dass deine Hoffnung auch da spürbar wird. In all die Ohnmacht, in all die Leere, in all die Krankheit, die wir in unserem Umfeld kennen. Dass deine Hoffnung in die Herzen aller Menschen kommt. Dass du bei den Menschen bist, die gerade nicht diese Hoffnung nicht verstehen können, die sich gerade genauso wie vor 3 Wochen denken, was soll das eigentlich alles? Dass du diese Hoffnung wieder zurückschenkst. Dass du Leute in die Welt schickst, die deine Hoffnung weitergeben und ausstrahlen, andere Leute begeistern können von dir. Dass du das erfüllst, was du uns versprochen hast, dass du unser Hirte bist und dass du uns auf den rechten Wegen führst. Amen.